Hallo aus Berlin. Wir sind hier beim Kongress Frauenzimmer und neben mir ist Marlene Schlosser. Du hast ja gestern einen Workshop gehalten zum Thema Kommunikation. Was hat jetzt denn Reden mit Erfolg zu tun? Ja, also die Kommunikation ist jetzt nicht nur Sprechen, sondern ob ich halt eine geschlossene Haltung habe oder halt dementsprechend eigentlich eine offene Haltung habe. Und ja, das wirkt dann einfach auch schon ganz anders auf mein Gegenüber. Du hast ja gestern viele Tipps gegeben, wie man bei Konfliktsituationen vor allem umgehen kann mit der richtigen Sprache. Zum Beispiel, wenn ein Kunde anruft, total sauer ist, weil eine Reklamation hat. Was mache ich denn da, wenn jemand anruft und sagt so, hat alles nicht gestimmt? Ja, also in erster Linie versuche ich dann erstmal auf ihn einzugehen, quasi eine Brücke zu ihm zu bauen und ja, ihn erstmal dort abzuholen. Er muss sich vielleicht einfach auch mal auskotzen erstmal und du musst dann einfach mal Verständnis für ihn haben und ja, ihn darin einfach mal unterstützen, bestätigen und sagen, ja, okay, ich habe Verständnis für das, dass du verärgert bist zum Beispiel. Und ihn dann erstmal dementsprechend abholen und dann mit ihm gemeinsam in eine Lösung reinzugehen. Du bist ja nicht nur Coach, sondern auch tatsächlich eine Bauingenieurin. Deswegen passt du ja perfekt zu diesem Kongress. Ja. Du hattest ja auch manchmal Situationen, wo du gemerkt hast, naja, hätte ich ein anderes Geschlecht, würde ich vielleicht anders ankommen. Was hast du denn da gemacht, wenn du gemerkt hast, okay, das ist zum Beispiel Bauingenieurstudium, ist ja komplett männlich. Was hast du gemacht, um dich als Frau durchzusetzen? Gut, man muss halt wirklich tatsächlich selbstbewusst sein und selbstbewusst auftreten. Und ja, das ist auch durchaus mir ab und zu mal schwer gefallen. Und ja, aber wenn man sich das einfach bewusst macht und vielleicht dann auch mal ein Coaching oder sowas besucht, weshalb ich mich dann einfach auch ein bisschen in die, ja, Coaching für Frauen im Handwerk, ja, in die Richtung jetzt ein bisschen spezialisiert habe, ja, einfach selbstbewusst auftreten, weil nämlich eigentlich das dann eigentlich auch der Schlüssel zu dem Ganzen ist, weil wenn ich mir selbst schon nicht bewusst bin oder unsicher bin, dann strahle ich das halt auch dementsprechend nach außen auch so aus, ja. Und du hast gestern auch gesagt, man kann aber nicht selbstbewusst einfach spielen und sagen, ich bin selbstbewusst, sondern man muss das spüren, das heißt... Also ich muss mich bewusst dafür entscheiden, irgendwie was umsetzen zu wollen. Und ja, sobald ich mich dann auch dafür bewusst entschieden habe, kann ich auch dementsprechend ja auftreten. Und wenn ich unsicher bin, dann merkt das mein Gegenüber einfach, ja, okay, über die nonverbale Kommunikation. Dann vielen Dank für deine Tipps und wenn Sie mehr wissen wollen über Marlene Schlosser, schauen Sie einfach mal auf ihre Webseite.